Die Kritik am zögerlichen Handeln der deutschen Regierung in puncto Waffenlieferungen nimmt zu. Ist das so gerechtfertigt in Ihren Augen? Ja, also Regierungshandel ist natürlich immer unter vielen, vielen Bedingungen zu sehen. Ich sehe, dass die vielen Waffen, die Deutschland hätte liefern können bis dato, ob wir über den Marder reden, ob wir über die Haubitzen reden, ob wir über die Leopard 1 Panzer reden, all das hätte, wenn man das als politische Priorität gesehen hätte, vor Ort sein können und hätte damit natürlich die Ukraine ganz erheblich gestärkt. Dass das nicht passiert ist, hat mit den unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Ampelkoalition zu tun. Das hat der Ukraine nicht geholfen. Die Ukraine steht jetzt da, wo sie steht und würde von den Lieferungen, wären sie geschehen, erheblich profitieren. Da gibt es kein Drumherumreden. Herr Terle, jetzt soll es ja einen neuen Ringtausch, einen Panzerringtausch mit Griechenland geben. Und wir sehen ja, dass schon der mit Polen nicht funktioniert hat im Prinzip. Die polnische Regierung, die kritisiert ja Olaf Scholz am laufenden Band im Prinzip. Wie soll denn jetzt dieser neue angedachte Ringtausch genau funktionieren? Ja, das ist eine gute Frage. Es bleibt dabei, dass der bisherige Ablauf dieser Ringtausche nicht sonderlich erfolgreich war. Wie jetzt Griechenland sehr schnell die Waffen in die Ukraine bekommen, den Ersatz bekommen soll, das ist mir gar nicht so klar. Ich glaube, es ist den handelnden Personen vor Ort auch nicht klar. Es läuft alles dem Zeitdruck, den die Ukraine haben, natürlich entgegen. Ich glaube, dass die Ukrainer sehr stark jetzt auf die schnelle Logistikkette, die Amerikaner aufbauen hinsichtlich der Artilleriegeschosse, die wir vorher besprochen haben, dass sie darauf jetzt wesentlich zählen und ja, leider nicht sonderlich großen Verlass auf die Schnelligkeit der NATO-Lieferungen setzen. Sagt Professor Maximilian Terhalle. Wir danken Ihnen herzlich für dieses Gespräch an diesem Mittwochmorgen.